Hallo, hier ist Marco von Werbebild24. Ja, und der Stefan. Ja, und was haben wir hier Schönes für euch? Brandneue Sachen. Einmal hat Stefan das Lux 2 und ich habe das nagelneue Mate Mate MAH50. Ja, zwei spektakuläre Vorsatzgeräte. Ja, wir hatten beide mit draußen, haben beide miteinander verglichen. Erzählen euch mal ein bisschen was dazu, gucken uns mal die Geräte an. Alleine mal von der Größe her, von der Qualität. Und wollen euch da ein bisschen was zu erzählen. Ich fange einfach mal an. Ich hole das mal hier vor. Hab's nämlich schon ausgepackt aus dem Karton. So sieht's aus. Auch ein super kleines Vorsatzgerät. 640x512 vom Sensor. Coole neue Features verbaut. Hier vorne Abdeckkappe mit Magnet drin. Kann hier oben meine Schärfe einstellen. Richtig cool interner Akku-Gerät. Und ich habe eine Fernbedienung, die ist magnetisch. Die wird hier oben aufgeladen, wenn ich die hier drauf mache. Kann die an meine Waffe machen, kann alles mit der Fernbedienung bedienen. Also das ist wirklich cooles Feature. Ja, ich habe keine Fernbedienung, aber dafür ist es viel schwerer. Man kann es auch schmeißen. Nein, also das Gerät kann auf jeden Fall mithalten. Ich habe hier einen fest verbauten Akku, wie auch gerade eben. Ja, 9 Stunden, sagt Liebke. Gucken, 7 waren immer so drin. Ansonsten eine 50er Objektiv, 46er Sensor. Ja, ein OLED-Display, 12er Pixel-Pitch, WLAN-Verbindung möglich, ein Speicher, 32 GB, 15 Meter Sehfeldbreite. Ja, 2500 Meter Entfernung, die das Gerät im Teil der Wärmequelle detektieren kann. Also, es ist so ein kleiner Terminator. Da packt der Stefan richtig einen raus und sagt auch, dass seiner jetzt ein Stück länger ist. Ja, ja, müssen wir auch zugeben, seiner ist ein Stück länger. Wir stellen zwar nebeneinander. Ja. Aber. Also unschlagbar von der Größe, oder? Also muss ich jetzt wirklich mal sagen, ja. Wärmebildgerät, 50 Objektiv, wenn wir da mal die Größe nehmen, ja, das ist schon unschlagbar. Und von mir Licht her, hat er gesagt, seiner ist schwerer, sein Vorsatzgerät ist schwerer. Ja. Wiegen wir es doch einfach mal. Oder? Ja, fangen wir den kleinen an. Ja. Fangen wir dem hier an. Das hat hier 526 Gramm. Und genau. Und ja gut, wir machen mal ein Okular. Ja, wir machen das schon mal richtig, weil genau. Wir brauchen ja auch hier den Ring drauf. Wir haben ja so ein Okularstückchen. Das mal runter. Schrauben mal den Ring drauf. Zack, das ist dann fair. So, sind wir jetzt bei 687 Gramm. Und wir müssen halt bei beiden immer noch den Smartclip-Adapter dazu rechnen. Das sind so wie viel Gramm? 150, oder? Ja, 150 immer oben drauf. Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Was kriegt so ein Smartclip-Adapter? Könnten wir ja mal einen da haben. Haben wir ja aber noch nicht. Ja, also circa nochmal 150 Gramm oben drauf. Bin ich hier irgendwo bei 850 und hier bin ich bei 650. Das ist nochmal ein Unterschied, 200 Gramm Unterschied. Ja. Merkt man schon, auch auf der Waffe. Ja, definitiv, ja. Und was ich auch besser finde, ist eben halt, ich kann hier oben aufs Gerät greifen, ja. Das finde ich besser, weil ich bin immer, wenn ich nach vorne greife, verdrehe ich mal schnell das Gerät. Also ja, das haben wir festgestellt, auch schon, das ist jetzt mit das Zweier, also beim Einser schon genau das Gleiche. Ja, das ist schon so ein bisschen, wenn du immer so nach vorne greifen musst, ja, und du stellst es so ein, hast du die Länge von der Waffe, das ist nicht so cool. Genau. Dafür ist eben halt der Modus hier Standby, ja, an, auf, finde ich halt wieder gut, weil mit den Handschuhen ist es bedienbar. Und auch hier oben, die Tasten sind sehr, sehr wertig. Es fühlt sich gut an, also IP67-Schutz, da. Standby-Funktion haben wir hier auch. Vom Vergrößern her, wenn ich es auf dem Zielfernrohr drauf habe, ist es so, das Lux kann man jetzt schon höher vergrößern, wie das Einser, ja, haben wir festgestellt. Also da geht schon ein bisschen was und kann man auch bis 10-fach vergrößern. Bei dem MAH50, brutales Ding, oder? Also wir haben einen V8 gehabt mit 2,8 bis 20. Wir haben es bis 20-fach hochgedreht, das Bild wird nicht zerrissen. Nee. Also hier sieht man eher die Waben dann. Ja. Also ja. Bei 20-fach hat man klar nur noch Waben gesehen, aber 12, 14, das war echt die Grenze und da konnte man da wirklich noch weiter vergrößern. Also da bei 12-fach so, dass man die Waben sieht und hier könnte man noch weiter vergrößern, um auch wirklich mal draußen ein Stück anzusprechen. Ja, also ich sag mal, wenn jetzt gerade mal ein Trophäendreher oder irgendwas, der da mal am Dummen vorbeizieht und will den mal angucken, kann ich hier doch schon noch mal ein bisschen höher drehen. Fand man ganz cool. Von der Abbildungsleistung ist es aber so, dass es hier, das Bild wirkt auf jeden Fall, also die Details, die außen sind, wirken hier dunkler und ein bisschen matter. Und hier wirken sie halt heller und ja klarer. Also das war halt auch ein Unterschied. Ich kann zwar hier hochdrehen, mega, ja, auch die Abbildungsleistung, super, aber hier war es wieder so, dass das Bild irgendwie, ja,
viel klarer gewirkt hat, aber nur von der Helligkeit. Ja, nur von der Helligkeit. Genau. Ja. Aber hier war es eben halt, vom Detailgrad war es halt heftig, das Stück im Zentrum. Ja, aber was ich sagen muss, von der Helligkeit her, sonst hat man sie oft, dass es so ein bisschen blendet war, könnte man das hier dunkler einstellen. Genau, ja. Ja, also das ist, geht doch so dunkel einzustellen, wirklich cool, dass es nicht blendet. Dafür habt ihr hier dann einen Ultra-Dark-Modus. Ja. Ja. Ihr könnt also 5 Farbpaletten, einer davon ist Ultra-Dark. Ja, da kann man eben halt auch die Helligkeit ein bisschen runternehmen. Ja. Und ich kann halt die Tasten ja auch, wie gesagt, ein bisschen selber belegen. Ich habe da 3 voreingestellte Menüs oder Modusse, wo die Tasten halt unterschiedlich belegt sind. Das kann ich hier halt nicht, aber dafür kann ich eben halt die Fernbedienung hier abmachen. Aber Modusse, wo man gerade sagt, ja, hier so Modusse, ist jetzt hier neu und ganz cool, dass die Bildchen alle erklärt sind. Ja. Ja, also das ist ja wirklich ein innovatives Feature. Jedes Bildchen ist erklärt auf Deutsch. Wirklich cool. Ja, und ganz großer Vorteil ein Direktgewinde. Hier braucht ihr eben halt das Zwischenstück. Das ist zwar dabei, aber es ist eben halt wieder eine Quelle mehr, die aufgebracht werden muss. Und hier kann ich direkt aufs Gewinde gehen. Mhm. Das finde ich auch sehr gut. Und unten drunter auch wieder die Gewinde. Eventuell dann wieder für eine Montage. Und an der Seite auch wieder für eine Schienenaufnahme, auch wieder für Schrauben oder es wird bestimmt auch Zubehör dafür geben. Kann man das erweitern, das Gerät? Das sieht hier schon anders aus. Ich habe nur an der Unterseite, das heißt auf einer Montage ja, aber ich kann das Gerät nicht erweitern. Also für die Zukunft kann man hier im Teil noch was anbauen und hier muss man halt gucken, wie man es verbringt. Ja, das sehe ich auch so. Also das erinnert schon mit dem Teil, dass da wieder der Zwischenring dabei ist. Wieder eine Fehlerquelle mehr, die man da einbaut irgendwo. Ja. Aber pro Fehlerquelle, wir haben beide Geräte eingeschossen, haben auch super gepasst. Also jetzt bei uns war jetzt keine großen Abweichungen und auch vom Menü her, vom Einstellen, beide auch super simpel, wie es funktioniert. Hier ist halt der größere Vorteil, ich kann X- und Y-Achse gleichzeitig bedienen, muss nicht mehr hin und her switchen. Ja, ja, und hier ist auch was leichter, auf die Daten zuzugreifen. Ich konnte wirklich die Bilder rucki-zucki auf den Rechner ziehen oder eben halt auf die einzelnen Dateien zugreifen. Das geht hier nicht. Also hier muss man wirklich erstmal runterziehen und dann kann man sich die Bilder auch alle angucken. Hier ist irgendwie dieser Speicher, der verbaut ist. Vom Zugriff her ist der viel langsamer. Das ist hier super schnell gewesen. Das fand ich auch eine sehr, sehr gute Verbesserung von Infiray. Und von der Qualität her, also das speichert die Videos in einer Mega-Qualität ab. Mhm. Ja, also gegenüber auch den Vorgängermodellen und so, muss man wirklich sagen, die Qualität, die wir hier aufnehmen, die kommt da auch raus. Also das ist schon spektakulär. Und man hat auch Ton. Ja, man also hat Ton. Audio ja, Ton. Ist auch mit dazu gekommen. Das, ja, ich weiß noch nicht für was. Vielleicht für die Kanzelrede, aber... Ja, aber ich sag mal, gerade wenn er es anhabt und ist auf Aufnahme und lästert gerade über den Pächter ab und zeigt ihm das Video, nicht von Vorteil. Also einfach beim Film Klappe halten, genau. Sonst ist es nämlich mit drauf. Ja, das wäre schlecht dann, ja. Also das kann man so wieder verbinden mit mehreren Tabs, Handys. Man kann alle dran teilhaben. Die Fernbedienung haben wir ungefähr, ja, also 5 Meter. Ich würde es nicht übertreiben, 2 bis 3 Meter von der Entfernung. Ja, wir haben es getestet, bis es abgerissen ist. Auch zur Quelle, wenn man es verbindet auf dem Tab oder Handy. Da sollte man auch die 10 Meter eigentlich da auch nicht überschreiten. Also wenn ihr eine Kanzelhalterung habt, wollt ihr es vielleicht irgendwo anbringen und wollt eine Datenübertragung machen, dann sind es meistens so 10 Meter, wo die Verbindung noch hält. Aber ja, je nach Akkustand auch. Ansonsten vom Akku, hier sind es halt 4 Stunden, sagt der Hersteller so, 4 bis 6. Mhm. Und hier sind es halt 9 Stunden. Ja, ist also, auch schwerer. Ja, ist also wesentlich schwerer, ja. Ja. Genau, aber sonst, ja. Sonst, ja, beide Geräte, absolute Spitzenklasse. Das Ding toppt gerade alles. Das wird so wahrscheinlich die neue Benchmark, oder? Steht ein bisschen hinten an, aber ansonsten, ja, werden auf jeden Fall nochmal einen Vergleich im Revier machen, wo wir draußen sind, euch noch ein paar Aufnahmen zeigen können von beiden Geräten. Ja. Ja, auch ein Waffenspeicher, hier habe ich 4, hier habe ich 3. Ja, und natürlich das Geile mit dem Waffenspeicher, haben wir ja schon mal gesagt, auf Position 3 und 4 genau. Ja, wird die Schrift kleiner, das Display wird so kleiner, dass ich Gläser mit einer hohen Grundvergrößerung da einfach nutzen kann. Genau. Was die anderen nicht können. Ja, hier bin ich ja schon, wenn ich ein Glas mit einer 3-fachen Grundvergrößerung habe, bin ich ja schon wieder fast raus. Und wir wissen es ja, wenn wir hochdrehen auf 12 oder 14-fach, ist hier die Akkuanzeige weg. Ich muss mal sagen, die sehe ich nicht mehr. Das habe ich hier nicht. Ja. Muss man auch sagen. Was halt interessant werden wird, ist auf jeden Fall das Okularstück. Also wenn man es als Handgerät benutzen möchte, dann muss man mal gucken, was da so passiert, weil das Display ist halt sehr klein, wenn man hinten reinguckt. Das kann man hier halt besser. Ja, also das Lux wurde so als Allrounder gebaut. Ich kann es als Handgerät benutzen.
was auch ein bisschen schwierig ist wegen Umbauen, aber es wäre möglich. Und hier muss man halt schauen, was eben, ja, der Hersteller sich dann noch einfallen lässt. Mhm. Ja. Naja, sagen wir ja, das Lux ist so eigentlich so, es wäre eigentlich ein cooles Handgerät gewesen. Ja, ja, super. Also das Handgerät mega, ja, mega Auflösung, ja. Super, da kann man nicht meckern. Aber auch so, es tut seinen Dienst. Also der Akku, Limke, ja, gut verarbeitet. Ja. Ja, nee, ansonsten. Wenn euch die Videos gefallen, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Ja, bis dahin, bleibt mal Zeit.